Hallo und herzlich willkommen hier bei BastelTube. Mit Origami machen wir heute einen Briefumschlag. Dafür benötigen wir ein rechteckiges Stück Papier. Ich benutze jetzt hier ein dünner 4 Papier, dünner 3, dünner was weiß ich, dünner 5 könnt ihr alles benutzen dafür. Dementsprechend klein wird er natürlich. Dünner 4 nehme ich jetzt zu Anschauungszwecken. So, jetzt falten wir einmal auf der ganzen Länge von vorne nach hinten. Jetzt benutzen wir die obere Seite und falten diese zurück. Kommen wir zur Hälfte. Ja, einfach zurück. Jetzt benutzen wir die Ecke hier, die Seite, knicken diese wieder zur Mitte. So, und weil es so schön war, die oberste Seite noch einmal zurück. So, aller Hoffnung nach sollte es bei euch jetzt so aussehen. Jetzt nehmen wir die obere Kante hier und knicken diese bis zu unserem letzten Knickpunkt runter. So, das wird unser Deckel sozusagen. So. Und wieder hoch. Okay. Jetzt müssen wir hier die Ecken wegknicken. Und das machen wir, indem wir einfach diese Ecke hochziehen bis zum unteren Ende hier. Selbe auf der anderen Seite. So. Jetzt müssen wir einmal hier komplett hochknicken. Das machen wir, indem wir uns an dieser Kante orientieren und natürlich an unseren Knickstellen hier. Je ordentlicher da gearbeitet wird, desto besser sieht es nachher natürlich aus, ne? Aber macht euch nichts draus. Nicht jedes Mal funktioniert der Briefumschlag bei mir auch top und hundertprozentig. So, jetzt knicken wir einmal wieder auf. Die ganze Seite hoch. Und knicken das schön hier zurück und rein. Oben bündig und unten zum Pfeil. Dasselbe hier nochmal. Hier knicken wir auf, klappen hier hin, hier auf. Dadurch kommt ja automatisch dieser Pfeil, den wir natürlich dann direkt festdrücken. So, jetzt können wir diesen Teil wieder runterdrücken. Jetzt sollte es ungefähr so aussehen. Als nächstes klappen wir jetzt die Seite hier wieder ein. So, ich
Ich merke gerade, hier ist das eine ganz kleine Ecke festgedrückt. Mit dieser Ecke lassen wir die ganze Seite verschwinden. So, dasselbe hier nochmal. Machen das wieder zurück. So, drücken das Ganze fest. Und diese Ecke knicken wir nach innen. So. Schön tief reindrücken. Nachdrücken, also nachziehen. Somit hätten wir den ersten Teil unseres Briefumschlages. So sieht meiner jetzt bis jetzt aus. Jetzt müssen wir auf diese Ebene hier, Entschuldigung, müssen wir auf diese Ebene den anderen Knick setzen. Seht ihr das hier? Wie hier. Hier machen wir jetzt auch diesen Knick. Ziehen wir jetzt auch hier einfach hoch, damit wir diese Knick, diese Falz hier durchgehend haben. So, jetzt schieben wir das. Rein. Die andere Seite nehmen wir auch dort hinein. So, noch nachknicken, nachdrücken ein bisschen. Und wir können den Umschlag schließen. Und zwar durch diese erste Falz, die wir hier gemacht haben. So sollte er dann aussehen. Das kann man hier öffnen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch hier die Seiten ein bisschen einknicken. So. So, dann habt ihr jetzt. Das sind Schönheitssachen, aber kann man machen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Na komm. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Lasst Kommentare da. Ja, ein Abo wäre auch nicht schlecht. Und dann sage ich mal, bye bye.